Hallo zusammen, langsam ist langweilig. Wir sind hier, um uns anders zu bewegen. Bonjour les élèves, nous sommes au musée de Merkisch, l'an est ennuyé, nous sommes à la pour bouger autrement. Hello everybody, slow is boring, we are here to change our moves. Merhaba arkadaşlar, biz Merkisch Müze'deyiz, yavaş yürümek çok sıkıcı. Biz niye buradayız? Çünkü başka türlü hareket etmek daha iyi. Sizce daha iyi değil mi? Hedi ne hoşu. Em hadin ve deri şu bu em garbin ho hoştir bi harekini. Also ich würde dann sagen, also erstmal Bewegungsfreiheit, weil im Museum fühle ich mich eher ein bisschen so... Eingeschränkt. Genau, eingeschränkt. Also ich würde erstmal so einen Raum entwickeln und halt die Kriege aktuell oder halt so Konflikte in einem Raum zusammenfassen. Halt eine Ecke zum Beispiel Ukraine, eine Ecke der Nahost, eine Ecke halt China oder eine Ecke halt in Afghanistan oder halt irgendwo, wo sonst auch noch Kriege gibt. Und halt das halt so konkret zusammenfassen, dass die Menschen einen besseren Überblick haben und sowohl die Fehler als auch den Recht sozusagen in den Vordergrund stellen. Also dass man nicht nur eine Seite dafür kritisiert, sondern auch die andere Seite. Dass man halt so ein neutrales Bild hat, dass der hier was falsch macht, aber der andere auch was falsch macht. Und dass beide eigentlich anders handeln können. Mich interessiert sehr die Geschichte. Also hier habe ich ja auch gesehen, dass zum Beispiel ein alter Füller war und man konnte auch selber damit schreiben, dass wir Jugendliche auch nicht nur gucken, sondern auch was machen können, mit den Händen anfassen kann oder was tun kann, mehr Bewegung drin ist, statt nur mit den Augen zu gucken. Jugendliche kommen nicht so gern ins Museum, weil die meisten denken, das ist ja alte Geschichten und interessieren sich nicht dafür. Aber es ist, glaube ich, schon interessant, die Geschichte zu kennen, weil wenn man die Geschichte kennt, kann man auch dann die Zukunft besser gestalten. Thank you.
baust das, was du dann weißt, hier, was du machst, du bewegst dich, okay, aber wenn du was baust, dann bleibt es so in deiner Erinnerung, okay, ich habe das gemacht, was jemand anderes auch schon mal gemacht hat, der vor mir über 100 Jahre gelebt hat oder mehrere Jahre gelebt hat. Also sowas ist richtig interessant.